Das war doch bestimmt Chiron. Die machen mich doch hier noch verrückt. Das hört sich gar nicht gut an. Bitte nicht ausbrechen. Also hier war ordentlich was los. Ich soll dem Licht folgen. Hier ist Licht. Okay, das Ding ist noch zu. Wie soll ich denn das deuten? Hier ist alles noch hell. Da ist Licht. Oh Mann, oh, da sind überall Menschis drin. Da ist Licht. I want this entire floor purged. Sir, some of the patients are still symptom free. For now, we need to cut our losses. I'm not losing all my subjects out of some misguided sense of empathy. Was sind das für Drecksäcke? Und schon wieder ein wunderschönes Auge. Da die Musik wieder so wird, wird das gleich wieder krass. Und nicht schon wieder. Also wenn ich eins nicht vermissen werde, dann ist das der. Also müssen wir nach Türen mit diesen Pfeilen suchen. Hier ist auch noch einer. Mann! Entschuldigung, jetzt kann ich einmal im Kreis laufen oder was? Da hinten ist. I don't like. Thank you.
Dass ich hier nachher die ganze Zeit im Kreis laufe. Steht er da? Was tut er mir nur an? Ja, lauf weiter an mir vorbei, weil du bist jetzt garantiert rechts von mir. Oh, mach mich nicht fertig. Rein. Das ist Stoff, aus den Albträumen gemacht werden, ey. Das. Katastrophe. Er war sehr, sehr amused, mich zu sehen. Ich höre schon. Aber hier waren wir doch schon. Was ein Irrgarten. Ich weiß ja nur, ich soll dem Licht folgen. Ob das sich jetzt noch darauf bezieht, keine Ahnung. Und dass wir derbe Störung kriegen, weiß ich auch.
wo ich bin. Was? A class is a lie? Bin ich hier richtig? Aber nee, von da bin ich gekommen, oder? Oh. Laufe ich gerade zurück? Aber... dann könnte ich das ja nicht öffnen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich weiterkomme. Licht! Ich wette mit euch, ich laufe gerade den ganzen Weg zurück. So, von da bin ich jetzt wieder zurückgegangen. Huch. Aber man hat ja noch nicht mal irgendwelche Anhaltspunkte. Ich jetzt aber lagen.
Psycho. Aber wir haben es geschafft. Ist mir scheißegal, ich will hier raus. Habe ich jetzt zwei von den Viechern hier? Oh. Falsche Richtung, oder was? Den muss ich ja auch noch, ne? Ist immer noch hinter uns her. Hallo? Ja, toll. Ganz toll. Hast eine Karte gefunden. Gratulation. Hier können wir nichts machen, oder? Und die Kabel? Müssen wir jetzt, glaube ich, alle soweit abgemacht haben. Kleber, Kleber. Immer noch laufen. Boah, das sieht so gedärmelastig hier gerade aus, so ein bisschen. Bitte nicht so krass. Soll das heißen, dass wir viele Opfer hatten? Das weiß ich auch so. Kirche? Komme ich zur Kirche?
VR-Halle? Bitte, bitte, bitte. Mutter Gottes. Was? Oh nein. There must have been a misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that that drastically decreases your chances of recovery? I made my decision. Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this. I know you can. I'll be there for you. You owe me this much. Promise me you'll take care of him. Whatever it takes. Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her, but she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know, did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? It should have been you. Ich verstehe bald gar nichts mehr. Ich kann auch gerade. Jesus, there's barely anything left of him. Can he hear us? Yes, but he's very weak. Please, make this brief. Dad, it's pretty bad. They need to replace a few parts. Don't... Oh. Whoa! Easy there. Listen, it's either this, or spend the rest of your life in a fucking jar. No. Think of your kid. Who's gonna take care of him? What is it, Dan? Whatever you take. 30 cc's of cortisone, staff. I need any non-medical staff out of here. Hang in there, buddy. They're gonna fix you up real good. Passt das gerade alles nicht. Es war gerade so traurig und dann kommt wieder so ein Psychoschub dahinterher. You're such a fucking hypocrite and you don't even see it. I thought I was right. Didn't know any better. You stood on principle when it was her life on the line. But when it comes to saving yourself, you're pragmatic all of a sudden? I had
to take care of you. I made a promise to her. No, you don't get to use her as an excuse. Not after what happened. What did you want me to do? Give up? That's what you made her do. Monster that killed my mom. We made it. I finally understand. Okay. Oh Mann, ey, das ist jetzt echt verwirrend gewesen alles. Da will ich aber nicht hin. Ich will ins Licht. Jetzt weiter? Oh nö. Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, ins Licht zu gehen. Oh, da ist ein Gesicht drin. Es ist immer sehr geil, auf sowas zulaufen zu müssen. Unser Gesicht. Hallo? Mach nichts Gemeines, bitte. Das ist unser... Nee, das soll unser Sohn sein, ne? Adam. What the hell is this? Cool. Get your way here. Let me in. Let you in? What about the lockdown? The virus? The virus will get to me no matter what. Here, or out in the web. It's only a matter of time. You need a place to hide. I need a host. A unique specimen. Detached from the web at large. Versuchen den die ganze Zeit zu retten? The lockdown was just an excuse to get me. Why lie? What else could I do? They had you so looped in your repressed memories, I had to break you out somehow. Now that you're finally free, we can beat this thing. A host? I guess that's supposed to be me. Yes. An observer's mind is isolated, detached from the grid. It's the only place where I can hide. A fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh, it's amazing. Our minds will merge. Merge? Yeah. It might sound weird, but our minds kind of hook up. We plug into each other. Sorry, you lost me. You are losing it. Your sanity's hanging by a thread, Dad. But I can help you regain control of your senses. We can help each other. Ob ich daran glauben soll? Ich vermute eher, dass wir dann ausgelöscht werden. Dass er dann unseren Körper komplett übernimmt. I can't trust you anymore. You lied. Have it your way. It's still up to you. Save us both. Leave me to die and go on with this fever dream of existence. Either way, since tonight, I'm
growing weaker by the second. Soon, I won't be able to maintain a connection. Oh nein! Komm, hau rin, das Ding. Embracing your true nature, towards becoming who you really are. But there's still more to do. Apartment 104. Make it quick. You killed yourself. An iteration of myself. Iteration? Then what are you? Adam. Which one? The only one left. Killed him. The real Adam. The real Adam? He killed dozens. Iteration after iteration, laid to waste in pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er emotional genauso wie der echte Adam sein kann. Er ist gerade alles ein bisschen... Das ist doch ein Computer. Der kann doch nicht seinen ganzen Verstand da reinballern. Why? Why did you kill him? I had no choice. Kill or be killed. The virus. Adam set it loose. He figured out how dangerous you are. Maybe. Maybe he realized he had succeeded. He created the superior version of himself. And it terrified him. Ja, dann will ich den definitiv nicht in meinem Verstand haben. The splicer was breathing down my neck. You sent him. Appreciate it. He was never supposed to go after you, but the drugs and the paranoia took over. After that, he went full on feral. The mind is not a toy. Ironic, coming from an observer. So what the hell makes you better? He was driven by hatred, obsessed with the idea of not becoming you. You never came to understand. But I did. Just help me out, man. You're losing me. We're all freaks of nurture, Dad. Your choices, your mistakes, they were all unavoidable. You can't blame us for what we are. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kyle. I would stop at nothing to track me down. Way to cover your ass. Think of me what you will. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I want to share it with the world. I regret what I had to do. But it was necessary evil. Nein, das ist kein Geschenk. Es ist einfach kein Geschenk, wenn man digital in dem Netzwerk da rumschwirrt. Nein, das Leben muss menschlich sein, menschlich bleiben. Das reicht doch, dass sie alle ihre Implantate da haben. Das ist doch schon zu viel. I'm tired. Let's get this over with. Ja, nee. Very well. If you think you're ready to make your choice. Let your son die? Es hört sich hart an. Who will you save? Das ist nicht unser Sohn. My son is gone. I'm not sure anymore who or what you are. But you will pay for what you did. That's disappointing. I was hoping we could do this the easy way.
But since you fail to see reason, I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. You're breaking my heart, asshole. No, Dad. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. Cause I want to live. Forever in a day. Go to hell. After you. It must end this way. You see, without a willing host, I need to force you out. Fortunately, I have found a better place for you. Sorry, Dad. Wir sind jetzt der Roboter, oder was? Also ich blick da jetzt gar nicht mehr durch. Gerade waren wir noch im Roboter, jetzt spielen. Sind wir das jetzt wieder oder spielen wir gerade nur den Hausmeister? Wir spielen, glaube ich, definitiv den Hausmeister, weil der hat... Der guckt ganz komisch. Das überlagert sich so ein bisschen, würde ich sagen. Was? The lockdown has now been lifted. Thank you for your cooperation. Here you are. The situation is under control. Das waren wir. God, what a mess. Is he breathing? Wait, checking. I think he... Nein! Es breitet sich aus. Thank you.
Also ich muss schon sagen, das Spiel ist echt eine harte Nummer. Also jetzt zum Schluss war es richtig verwirrend, aber ich vermute, dass als der Hausmeister sich an den Roboter angestöpselt hat, in dem wir drinnen saßen, sind wir in den Hausmeister gegangen und dann haben wir uns ja gesehen, also so gesehen den nicht echten Adam, weil dem echten Adam gibt's ja nicht mehr. Mein Gott, ey. Deswegen wollten wir den kaputt hauen. Und in dem Moment, wo sich gerade wieder einer vernetzen will, das Ding breitet sich doch immer weiter aus. Ich sage jetzt wirklich Ding, weil es war einfach nicht unser Sohn. Wenn der schon Angst davor hatte und dafür diesen Virus dann losgelassen hat, boah. Ja, und das Monster, das waren das jetzt die ganze Zeit unsere Ängste in Verbindung mit unserem Sohn? Weil dieses Monster, so sah ja der Vater quasi für den Sohn aus. Oder hat sie ihn sich einfach als Monster vorgestellt, weil er die Mutter ja nicht retten konnte? Die Mutter wollte aber die Implantation nicht haben, weil sonst wäre sie nicht mehr sie selbst gewesen. Verstehe ich auch. Ich würde auch ich selbst bleiben wollen. Ja. Geiles Spiel. Aber ich bin wirklich erstmal froh, dass ich es einmal durch habe. Ich glaube, es gibt noch alternative Enden. Man konnte ja teilweise was links liegen lassen, sag ich mal. Wir hätten ja auch zum Beispiel in den Kopf vorher reingucken können. Hätten wir uns dann vielleicht selber vorgewarnt, weil das der richtige Adam-Kopf war? Und der falsche Adam hat uns gewarnt, nicht den Chip zu lesen, weil er nicht wollte, dass wir die Wahrheit erfahren. So ein Scheiß, ey. Ich dachte, ich nehme die richtige Antwort oder die richtige Lösung. Aber in diesem Spiel gibt es anscheinend keine richtige Lösung. Das werde ich wohl irgendwann später nochmal ausprobieren, aber das nächste Spiel wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so hardcore. Meine Pumpe muss sich ein wenig erholen. Ach, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ihr wart vielleicht zwischendurch auch ein bisschen oder genauso verwirrt wie ich. Ich kann es nicht anders beschreiben. Manchmal hat man echt gedacht, so die Augen springen einem aus dem Kopf raus. So wie das da alles am Flackern und am schnell rumwechseln war. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schauen wir mal, was ich so als nächstes Let's Play raushaue, ne? Bis zum nächsten Video. Tschüss!